Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Umusandam. Wir sehen uns hier wieder bei War Robots. Und heute ist der Tag, an dem das Update in Kraft getreten ist. Also sind jetzt die neuen Roboter erhältlich. Und schauen wir sie uns mal an. Hier ist auch schon der Inquisitor. Ihr wisst ja, alle, die meine Tester-Videos gesehen haben, wissen ja, dass ich diesen Roboter total geil finde. Dazu kommen noch hier die Dashes, die drei. Und die Tempest ist jetzt auch erhältlich. Ich weiß jetzt noch nicht, was mit dem Flammenwerfer ist. Habe ich nachgeschaut, habe keinen gefunden. Komisch irgendwie. Aber. Ja, schauen wir mal. Jetzt schauen wir uns mal die Preise an. Also, die kann man mit Bauteilen freischalten. Und diese Bauteile, die gewinnt man beim Kistenöffnen oder man kann sie kaufen. So, der Heihachi. Haichi, Haichi, wie auch immer, kostet 10.000 Bauteile. Genauso wie der Bulgasari und der Kumiho. Nehmen wir diesen Namen, Alter. 10.000 kostet er, 10.000 Bauteile. Und wenn man jetzt sich denkt, nee, ich habe keinen Bock, jetzt Kisten zu drehen, ich kaufe mir einfach die Bauteile, dann griff ins Klo. Dann schauen wir uns mal die Preise an. 10.000 kostet der. Und 4.500 kosten 100 Euro. Das bedeutet, ihr würdet über 200 Euro, also so wie ich es jetzt verstehe. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig verstehe. Wenn nein, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Aber so wie ich es jetzt verstehe, kostet dieser Roboter, wenn man ihn sich kaufen will, über 200 Euro. Über 200 Euro für einen Roboter in einem Spiel. Das ist traurig. Ich finde es traurig. So, und jetzt kommen wir mal zu dem hier. Hier kostet auch 10.000 Bauteile. Hier kosten aber allerdings nur 3.400 Bauteile 100 Euro. Das bedeutet, man braucht dreimal 100 Euro, das bedeutet 300 Euro und dann kann man ihn sich kaufen. Ein Roboter für 300 Euro in einem Spiel zu verkaufen, ich finde, das ist ein bisschen dreist. Allein schon ein Fury oder Lancelot mit 50 Euro ist schon heftig vom Preis her. Und finde ich auch nicht angemessen. Aber ein Roboter wie der hier für 300. Überlegt euch mal, wie viel Geld das ist. 300 Euro. Das ist krass. Das ist einfach krass. Und das für so einen Roboter in einem Game. Also zumindest so wie ich es verstehe. Ich finde, das ist echt, echt lächerlich. Also es ist echt, es ist einfach nur lächerlich. Spielen wir mal. Beacon Rush, oder? Wollen wir mal Beacon? Ja, komm, wir spielen Beacon Rush. 25 Sekunden soll es durchschnittlich dauern. Mal schauen, wie lange ich warten muss. Ah, nicht so lang. Auf jeden Fall 300 Euro oder 200 Euro ist schon heftig, aber 300 Euro, Leute, die wollen mich doch verarschen. Ja, ich habe ja in meinem letzten Video einen Galahad gewonnen. Das ist jetzt zwar nicht der, den ich gewonnen habe, allerdings, nachdem ich den gewonnen habe, habe ich irgendwie wieder Bock drauf bekommen, Galahad zu spielen. Da ist mir aufgefallen, der macht eigentlich ganz schön viel Laune. Und unser Dashi hier, der ist irgendwie scheinbar AFK. Okay, er ist doch nicht AFK. Was ist das? Ein Griffin. Schau, haben wir hier irgendwelche Heavy Sniper? Nee, einen Galahad. Noch einen Griffin. Okay, habe ich jetzt zu spät reagiert. Da hinten ist ein Fujin. Der kann sich null gegen mich verteidigen, er hat Tarans. Da will ich hier irgendwie hochkrabbeln. Okay, das hat jetzt geleckt. Au. Oh, dieser. Das ist halt das Blöde an dem. An dem Galahad. Der hat saumäßig wenig Leben. Und dem Schild sind diese Molots unfassbar viel. Also ein Typ hat mich mal mit Molots komplett weggeballert. Da hatte ich nicht mal den Hauch einer Chance gegen. Wow. Okay, das ist jetzt eindeutig zu viel. Also schaut euch das mal an, wie schwach der geworden ist. Früher war ein Galahad einfach nur eine Wucht auf dem Feld und jetzt wird der weggepustet von ein paar Molots. Ah, meine Fresse. Ich finde, das kann es einfach nicht sein. Ich warte auf Battle Titans und dann bin ich happy, weil dann habe ich ein Spiel, wo ich Bock drauf habe. Und wo ich mich nicht 100 zu 1000% verarscht vorkomme. Früher Galahad, Lancelot. Schaut euch mal an, wie mein 10er Enzel. Bam, weg. Wollen die mich verarschen eigentlich? Die wollen mich verarschen.
Habt ihr das gerade gesehen? 10er Enzel. Jetzt kommen die Mollots. Mhm, ja, komm. Ja, schaut euch den Schaden an, Alter. Richtig bescheuert. Sorry, aber es regt mich gerade extrem auf. Schaut euch mein Leben an. Durch irgendwelche blöden Mollots. Keine Chance mehr gegen irgendwas hier. Enzelot auf dem Feld auch zu einem Haufen Müll geworden. Und da sagt mir noch, da braucht mir kein Mensch mehr zu sagen, das ist nicht pay to win, wenn man hier kein Dash mehr hat oder sonst irgendeinen Kack, wird man von allem möglichen weggeholt. Das kotzt mich an. Ja, toll, die haben da vielleicht auch nicht bezahlt, diese Mollot-Leute. Aber ich finde, es ist einfach nur traurig. Hallo, wieso leckst du so? Weißt du, die Sachen, für die man früher bezahlt hat, die sind jetzt einfach nichts mehr wert. Und ich finde, es sollte für Sachen, die was gekostet haben, auf gar keinen Fall so sein. Auf gar keinen Fall. Was hat denn der drauf? Taran. Toll. Da halte ich mich fern von, da warte ich dann nahe genug dran kommen. Aber er tut es nicht, er ist scheinbar nicht so blöd, wie ich gehofft habe. Aber jetzt ist ein Schild down, aber gehen wir hier auf den Leo. Okay, Leo, der scheint blöd zu sein. Und der will sich hier mit mir anlegen und kriegt ihn jetzt sogar noch vom Carnage auf die Fresse. Dem Enzelot, sein Schild ist down, da können wir mal, wow, laggy. Da können wir mal drauf feuern. Ihr seht sogar meine, okay, die Orkans sind jetzt leer, aber die Orkans, die haben den Schild weniger gezogen, als die, wieso, wie siehst du jetzt um, Kumpel? Ja, das war's dann auch, mal wieder. Ja, letzte Option, Zeus Fury, aber da habe ich gesehen, da hängt schon wieder so ein Typ rum. Aber mit dem Zeus Fury kann ich vielleicht ein bisschen nerven. Komm, ist der auf Reichweite, dann bleib bitte in Reichweite. Und dann halt nicht. Oh, ein Fujin, oh, das ist schön. Ein Zeus Fury, ein Fujin. Ja, der hat Spaß. Lauf in die Deckung. Oh, auf den hier muss ich aufpassen, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, auf den muss ich aufpassen. Wo kommt denn das jetzt alles schon wieder? Okay, der ist weg. Zum Glück. Jetzt sollte unser Pilotcar 1987 mal den Kamerad aushalten, weil der ist mir hier zu gefährlich. Okay, geht doch. Dankeschön. Ich muss mich jetzt hier zurückziehen. Das ist mein letzter Roboter und ich habe recht wenig Leben. Ja, der Zeus Fury ist gerade der einzige Roboter, mit dem ich gerade eben noch spielen kann. Der Rest habt ihr ja gesehen, was da gerade läuft. Dankeschön, Pixonic. Dafür habe ich viel Geld ausgegeben und ich krieg jetzt dafür sowas. Also die sind nichts mehr wert. Das kotzt mich gerade an. Das ist... ihr habt es ja gesehen. Lancer kann ich theoretisch auch wegschmeißen. Also ich würde... Wenn ich jetzt irgendwie die Option hätte... krieg all dein Geld, was ich, also wenn ich mein all mein Geld, was ich ausgegeben habe, zurückbekommen würde, ich würde es machen. Ich würde drauf scheißen. Ich würde mir irgendwie irgendwas anderes kaufen. In irgendeinem anderen Spiel, World of Tanks oder sowas. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall, ja, das war's auch mit dem Kamerad. Es ist einfach nur, es ist, ach komm, ich habe jetzt eigentlich die ganze Zeit nur gemeckert. Es regt mich auf jeden Fall auf, wie ihr gerade eben bestimmt durch mein dauerhaftes Meckern merkt. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt so gemeckert habe. Die Boa wird auf Stufe 6 aufgerüstet, weil die kommt bald dran bei den Roboter-Reviews. Also jetzt sind wir beim Vitias angelangt, habt ihr ja wahrscheinlich oder vielleicht auch gesehen. Danach kommt der Golem, den habe ich nicht. Den habe ich nicht, den habe ich nicht, den habe ich nicht. Dann kommt der Patton, dann kommt der Rogatka, habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht. Dann kommt die Boa, dann kommt der Gareth, dann kommt der Galahad, dann der Leo, dann der Lancelot, dann der Fury, dann der Lancelot, dann der Griffin, Natasha und so weiter. Auf jeden Fall, ja, erstes Gefecht diese Woche, glaube ich, und hat mich nicht überzeugt. Für mich geht das Game immer noch ein bisschen den Berg ab. Was heißt ein bisschen extrem bergab? Ich würde auf jeden Fall mal sagen, naja, wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Let's Play. Bis dahin, ciao!